Ja, hallo, liebe Zuschauer. Heute haben wir wieder einen kleinen Beitrag für euch vorbereitet, wo es um die Spionageaffäre geht, die uns im Moment alle beschäftigt. Wie ihr wisst, ist ja Muttis Handy abgehört worden. Plötzlich die Empörung sehr groß. Man hat also festgestellt, dass offenbar auf den Botschaften in der Nähe des Reichstags, der US-Botschaft und der britischen Botschaft, Überwachungstechnologie installiert ist. Man muss sich das jetzt so vorstellen, dass diese Botschaften ja nur eigentlich ein paar hundert Meter vom Reichstag entfernt sind und dass es daher möglich ist, mittels Spionagetechnik dafür zu sorgen, dass sich Telefone, Mobiltelefone, die sich in der Nähe befinden, mit dieser Spionagetechnik verbinden. Und auf die Art und Weise war es offenbar, so berichten es eben die Zeitungen unter Bezugnahme auf Snowden, vorgekommen ist, dass verschiedene deutsche Politiker von dieser Spionagetechnik aus den Botschaften abgehört worden ist. Und dann hat uns da natürlich interessiert, wie das in unserem Land NRW aussieht. Lukas. Genau, denn auch in NRW haben wir eben Auslandsvertretungen, Botschaften oder Konsulate, Generalkonsulate der Länder der sogenannten Five Eyes Allianz. Das ist quasi eine geheimdienstliche Kooperation der US-Amerikaner, der Briten, der Neuseeländer, der Kanadier und Australien, also die englischsprachigen Länder, die haben sich geheimdienstlich zusammengeschlossen und erhalten halt auch eben ganz natürlich Botschaften bzw. Konsulate hier in NRW. Jetzt geht aus internen NSA-Dokumenten, die öffentlich geworden sind, geht hervor, dass halt eben auch solche kleineren Spionageeinrichtungen durchaus auch in Konsulaten vorhanden sind und aufgebaut werden. Und da wir sie auch hier in NRW haben, haben wir, Daniel und ich, dann eben mit einer kleinen Anfrage die rot-grüne Landesregierung gefragt, inwieweit ihnen das Problem bewusst ist, ob es da vielleicht auch schon Untersuchungen gab. Wir wissen ja aus Frankfurt und eventuell sogar aus Berlin, dass halt eben Hubschrauber eingesetzt worden sind mit speziellen Kameras, die halt eben diese Dächer untersucht haben, ob es da halt eben Spionagetechnik geben könnte. Und wir wollten einfach mal wissen, ist das hier auch in NRW geschehen? Diplomatischen Einrichtungen hier sind in Düsseldorf oder in Köln an zentralen Orten, wo halt auch eben nicht nur Politiker und hohe Regierungsbeamte abgehört werden können, beziehungsweise dass man diese Daten dort sammelt, sondern auch eben von ganz, ganz, ganz vielen Bürgern, quasi von jedem. Und es können natürlich die Kommunikation kann mitgehört werden, es können Bewegungsprofile erstellt werden. All diese technischen Möglichkeiten sind auch in solchen kleinen Einrichtungen möglich. Und wir wollten einfach mal fragen, inwieweit hat man dieses Problem auch hier bei uns in NRW auf den Schirm? Und das haben wir gemacht mit eben dieser kleinen Anfrage. Die Landesregierung hat jetzt 4 Wochen Zeit, diese Frage zu beantworten. Das Interesse ist groß. Wir alle wissen nicht, was da oben ist. Wir können nur erahnen, was da oben sein könnte. Und davon sind wir nun mal alle betroffen. Ja, um das vielleicht nochmal zu unterstreichen, es ist eben nämlich kein Problem, was nur Muttis Handy betrifft, sondern wenn so eine Einrichtung da ist, dann empfängt die zunächst mal potenziell sämtliche Telefongespräche bzw. sämtliche Telefonverbindungen im Umkreis. Also das betrifft wieder einmal die gesamte Bevölkerung. Die Erregung, die sich da also zeigt, nur um Merkels Handy, die ist ein bisschen scheinheilig, weil es nun tatsächlich wieder alle Menschen betrifft. Und wir sehen darin auch wieder die Tatsache bestätigt, dass die Geheimdienste völlig schrankenlos operieren, vor allem jetzt auch gerade international, das Verbot umgangen wird, wenn der eine Geheimdienst in seinem eigenen Land nicht spionieren darf, bedient er sich damit dann eines befreundeten Geheimdienstes und so werden die Daten ausgetauscht und wird die effektive Kontrolle unmöglich gemacht der Geheimdienste. Das ist also ein Punkt, den wir mit großer Sorge sehen und wo wir halt wollen, dass möglichst bald dagegen gesteuert wird. Da willst du noch was hinzufügen? Ja, also Politiker und Bürger hatten wir aber schon. Was wir auch durchaus ansprechen könnten, sind halt eben die Unternehmen NRW und Unternehmer, die auch ebenfalls davon betroffen sind. Ja, es gibt Unternehmensgeheimnisse, Innovationen und so weiter, die alle halt entsprechend übermittelt werden, die auch alle besonders Interesse der Geheimdienste haben. Es ist so, dass solche Abhöranlagen nicht nur in der Lage sind, halt eben die Handy
Daten zu empfangen und die Gespräche, sondern durchaus, wenn die Technik installiert ist, auch WLAN-Netzwerke, sprich die komplette Kommunikation, die halt auch nur ansatzweise irgendetwas mit Funktechnik zu tun hat, das kann vermutlich dort abgegriffen werden, gespeichert und ausgewertet werden. Und das ist halt diese große Gefahr. Ja, ich glaube, dem ist weiter nichts hinzuzufügen. Also das ist ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird, wo es weitere Anträge und Anhörungen und Anfragen zu geben wird. Und wir werden euch einfach auf dem Laufenden halten. Tschüss. Tschüss.